Hallo und Servus. Nach langer Zeit wieder mal ein Video von mir. Danke, dass ihr reinschaut. Und ist hier ein Handy, Display ist kaputt und da sollen die Daten gerettet werden. Leider geht am PC, kann man die Daten nicht sehen. Bring ich jetzt am PC anschließe. So, ich schließe das Gerät am PC an. So. Oh, ist das keine Hand, oder? Ah doch, da kommt er schon. Da ist er. Der Galaxy. Kann man ein bisschen runter tun. So. Dann ist der. Hier ist der Galaxy. Drauf kommen, komme ich nicht auf die Daten drauf. Somit kann ich die Daten so erstmal nicht die Daten holen. Und am Display, das Display ist ja defekt, da komme ich nicht drauf, ist schwarz und beschädigt. So. Was machen wir jetzt? Genau. Und da tun wir das weg. So. Dann gibt es eine Lösung. Und zwar so ein Hub. Hier ist HDMI-Anschluss zur USB und hier kann man auch noch laden. USB-C. Das ist wie ein USB-Anschluss. Genau, USB 3. Wunderbar, was machen wir? Wir schließen. Jetzt muss ich das Tastatur und Maus holen. So, wir holen die Tastatur und Maus. Und so. Und so tun wir die Tastatur und Maus an den Hub anschließen. So, und die Tastatur. Wunderbar. Wir brauchen auch noch den HDMI-Kabel vom Monitor. Den tun wir da rein. So. Wunderbar. Okay.
Dann tun wir den jetzt hier anschließen. So, wie man da sieht, ist angeschlossen alles. Und jetzt gehen wir zum Monitor. Und jetzt habe ich da an dem Monitor angeschlossen. So, wie man sieht, kann ich jetzt mit der Tastatur und mit der Maus arbeiten. Das ist die Maus. Kann man sehen. So. So, wunderbar. So, und jetzt kann ich hier mit der Maus arbeiten. So. Rechte Maustaste, dann verschwindet dieses Fenster. Und man, wenn man hier unten klickt, das sind drei kleine Balken, wenn ihr das sehen könnt, ja, da kann man auch immer das nächste Bildschirm schauen. Alles mit der rechten Maustaste. Mit der linken tun wir es auswählen. So, was wir machen, wir können jetzt die Daten ganz normal holen, also wieder auf im Stick. Hier kann man auch einen Stick reinschieben und Daten rüberschieben. Eine Möglichkeit mit dem Stick. In dem Fall mache ich das nicht so, weil ich nehme das andere Handy, ist ja hier, ja, und dann machen wir mit die Daten übertragen mit der Smart Switch. Und zwar hat er das schon installiert vorher, muss ich bloß schauen. Da ist ein Smart Switch. Genau. Wir senden die Daten. Wir starten mit dem anderen Handy. Ohne Bildschirm. Genau, starten wir auch am und ist so dunkel. Ein bisschen heller. So. Das ist erstmal Twitch. Wo ist das Smart Switch? Die hat ganz, da muss man installieren. Gut. So. Ah. Ach, die hat nicht verbunden, oder? Moment, noch ein WLAN verbinden. Augenblick, ich verbinde mit WLAN. So. So, genau, ich suche mal Smart Switch, da haben wir das, installieren,
So, öffnen. Da können wir jetzt die Daten wunderbar übertragen. Drahtlos. Genau. So, jetzt suchen wir unser Dach. Drahtlos. Zulassen, jawohl. So. Okay. Wir natürlich alles hier. Es wird alles übertragen. Kopieren, what? So, dann werden die Daten erstmal übertragen. Das dauert glaube ich eine Stunde, deswegen passieren wir den Film erstmal. So, es hat wunderbar geklappt. Die Daten wurden abgeschlossen. Also Datentransfer ist abgeschlossen, also alle Daten sind drüben am neuen Handy. Und fertig. So, leider muss ich euch sagen, dass diese Technik nicht bei jedem Handy klappt. Da wir haben hier zum Beispiel diesen Hub, USB-Hub, da ist ein USB 3.2 Gen 1 eingebaut. Aber wir wissen nicht, was da eingebaut ist. Deswegen funktioniert das nicht bei jedem Handy. Ich habe einen anderen Hub bestellt, ich verlinke euch alles in der Beschreibung, was für Geräte ich da benutzt habe, weil wie man sieht, USB-C ist nicht gleich USB-C. Es kann immer unterschiedliche USB-Arten verbaut sein. Das heißt, das Beste ist natürlich der Thunderbird mit 40 Gigabit oder der USB 3.2. Das ist hier eingebaut. 3.2 Gen 1. Ja, das ist das da im Endeffekt. Es kann aber als schlechtestes Fall hier die USB 2.0 eingebaut werden sein. Was natürlich uns in dem Fall überhaupt nichts bringt. Sonst hätten wir hier den 3.1 oder den 3.0. Also das heißt nicht, wenn man USB-C hat, dass es ein gescheites USB ist. So, hier wird der 40 Gigabit. Genau. So, ich bedanke mich für euch. Dann bis zum nächsten Mal. Servus, fährt euch.